Als Kinder stellen wir die Welt um uns in Frage. Wir lernen, wir akzeptieren. Und dabei verlieren wir die Fähigkeit zu staunen. Aber einige nicht. Die Forscher, die Wahrheitssuchenden. Es sind diese Pioniere, welche die Zukunft der Menschheit formen. Die anderen, sie hören auf. Kein Geld der Welt wird sie durch diese Berge kriegen. Die verlorene Stadt ist irgendwo da oben. Wird eine höllische Kletterpartie. Ich werde nicht umkehren. Ich weiß. Du solltest hier bleiben, bei ihm. Keine Chance. Warte, bis du das siehst, Lara. Nimm meine Hand. Danke. Sieh dir das an. Fantastisch. Aber der Schnee, der von den Spitzen kommt, sieht nicht gut aus. Der Weg führt den Berg rauf. Vom Gipfel aus werden wir einen guten Blick auf das Tal haben. Okay, lass uns vorsichtig sein. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Tomb Raider. Rise of the Tomb Raider. Und jetzt müssen wir mal kurz ins Menü gehen. Tastatur und Maus. Controller. Wollen wir mal schauen, ob es uns gefällt. Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider. Ein neues Let's Play auf dem Kanal. Sieht auf jeden Fall bombastisch aus. Hey, selbst wenn wir hier nichts finden, dein Dad wäre stolz auf dich. Ich weiß, aber ich habe ein gutes Gefühl dabei. Wow, scheiße. Alles okay? Wow. Geht schon. Ich bin hier! Ich klettere runter und hol dich! Nein! Das ist zu gefährlich! Ich klettere wieder rauf! Bist du sicher? Bleib einfach da! Ich klettere runter und hol dich! Nein! Das ist zu gefährlich! Ich klettere wieder rauf! Bist du sicher? Bleib einfach da! Okay, so einfach ist es doch nicht. Keine Sorge, ich fange dich.
Herzinfarkt. Bist du okay? Ja. Los, komm. Das sieht auf jeden Fall bombastisch aus. Da müssen wir wohl durch. Schlecht. Hier können wir bleiben, falls das Wetter umschlägt. Glaubst du echt, wir finden die verlorene Stadt? Ich weiß, wie die Chancen stehen. Aber laut dem alten Pferdenleser gibt's Ruinen in diesem Berg. Wenn ich eine verlorene Stadt verstecken wollte, würde ich mir auch so einen gottverlassenen Ort aussuchen. Hoffentlich ist Trinity uns nicht zuvorgekommen. Der Sturm kommt näher. Wir haben höchstens ein paar Stunden. Das sollte uns reichen. Wir sind fast am Gipfel. Oh. Das sieht sehr schön aus. Sehr, sehr schön sieht das aus. Was meinst du? Wir sind nah an etwas dran. Ich kann es fühlen. Noch das letzte Stück bis nach oben. Alles klar. Mal sehen, was da oben ist. Okay. Von hier müssen wir klettern. Pass auf das Eis auf, das runterfällt. Okay, bereit? Sieht stabil aus. Legen wir los. So, ab geht's. Rauf auf die Wand. Los, weiter geht's. Weiter. Achtung! Oh, Scheiße! Das war knapp! Und weiter geht's. Sehr schön. Jonah, wir haben es geschafft. Ich sehe die Ruinen. Oh Gott. Lara! Oh, Scheiße! Hab dich! Ich hab dich! Lara! Kannst du mich hören? Ja. Ich zieh dich wieder rauf! Komm, fahrt! Da! Da drüben! Schnell! Schwimm mich zur anderen Seite! Okay, los geht's! Wing. Verdammt! Ich kann mich nicht mehr halten! Na los! Ah!
Geht doch. Was war das? Was war das? Es ist die größte Grausamkeit des Lebens, dass wir alle ihm viel zu jäh entrissen werden. Wir altern, wir verfallen, wir sterben. Aber was lassen wir zurück? Knochen? Staub? Was ist mit der Seele? Überdauert sie unsere Existenz auf Erden? Ich glaube, sie tut das. Im Kern vieler Mythen und Geschichten steckt eine Wahrheit. Sie ist nicht wissenschaftlich, sondern etwas viel Tieferes. Der Schlüssel zum Erlangen des ewigen Lebens. Vielleicht habe ich das nächste Puzzleteil gefunden. Aber nicht nur ich allein bin auf der Suche. Sie verfolgen mich, beobachten jeden meiner Schritte. Ich kenne jetzt ihren Namen. Trinity. Eine uralte, grausame Sekte, die die Zukunft der Menschheit unbedingt kontrollieren will. Ich muss sehr vorsichtig sein und meine Familie schützen. Wenn Lara etwas zustoßen sollte oder Anna, dann könnte ich mir das nie verzeihen.
mir echt leid. Was machst du hier? Die Boulevardpresse hat dich mal wieder im Visier. Ich dachte, du brauchst Gesellschaft. Ach, mehr Lügen. Ist dir jemand gefolgt? Verfolgt? Natürlich nicht. Was ist denn los? Ich glaube, ich habe das Grab gefunden. Das kann nicht dein Ernst sein. Der Mythos um den Propheten ist wahr. Dad hatte recht. Lara, dein Vater war... verwirrt. Nein. Er stand kurz vor einer großen Entdeckung. Handfeste Beweise für die unsterbliche Seele. Ich liebte Richard. Hätte er gefragt, hätte ich ihn geheiratet. Aber er war ein gebrochener Mann. Ich will nicht, dass du genauso endest wie er. Aber Anna, er hatte recht. Alle anderen haben sich geirrt. Das gab es in Syrien. Syrien? Oh Gott, Lara, nein! Das ist Irrsinn! Krieg dein Leben in den Griff. Geh zurück nach Hause. Du weißt, dass ich nicht zurück kann. Diese Besessenheit ruinierte deinen Vater. Ich habe was gesehen. Etwas, das ich nicht erklären kann. Ich verstehe jetzt, wie Dad sich gefühlt hat. Das sind doch alles Märchen. Nonsens. Bitte, Lara, tu das nicht. Du weißt, wie das endet. Es ist das Einzige, das sich richtig anfühlt. Ich werde das Grab des Propheten finden, Anna. Wir kommen jetzt in ein Kriegsgebiet. Wollen Sie da wirklich hin? Wir sind fast da. In der Schlucht vor uns sollte eine Oase liegen. Sie verschwenden Ihre Zeit. Hier draußen ist nichts. Fahren Sie einfach weiter, okay? Ist Ihr Geld. Hier stimmt was nicht. Das ist nur die örtliche Bilanz. Sie haben es jemandem erzählt, oder? Die haben besser bezahlt. Sie... Guter Gott! Scheiße, die sollten noch nicht auf uns schießen! Bringen Sie uns hier raus! Shit! Nein! Damit willkommen in Syrien, Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider. Was ein bombastisches Intro mit allem drum und dran. Die Grafik ist ja Wahnsinn. Und ich werde hier auf jeden Fall versuchen, dieses Spiel per Let's Play durchzuspielen auf diesem Kanal. Und wenn es euch gefällt, lasst mir definitiv einen Daumen da, einen Kommi da, ein Abo da oder ähnliches. Ich bin gespannt, was mich alles noch da erwartet. Es macht auf jeden Fall Riesenspaß und wie immer bombastisches Intro bei Tomb Raider, wie man es nicht anders kennt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns demnächst in der nächsten Folge. Let's play Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider, Lara Croft. Ich sage danke bis dahin und ja, bis bald.